der nächste Wein, und damit kommen wir zum wirklichen Pionier der österreichischen Rotweinszene, nämlich ist der Blaufränkisch Biri 2011 vom Weingut Hans Igler aus Deutschkreuz. Der Hans Igler hat schon in den 60er Jahren, da war ich noch ein kleiner Bub, hat der schon ein paar Tönen gefüllt und war schon damals immer einer, der ein bisschen gegen einen Strom geschwommen ist. Und das ist eigentlich was, was immer sehr, sehr schwierig ist. Der Bursche hat es aber fast 30 Jahre durchgehalten, gegen den Strom zu schwimmen, und hat eigentlich dadurch das österreichische oder burgenländische Rotweinwunder erst möglich gemacht. Der hat nämlich in der Zeit, wo unsere Großeltern, teilweise Eltern, wenn es beim Lesen die Bären runtergefallen sind, zusammengeglaubt haben und in Kiebe rein haben, und in der Zeit, wo wir als Kinder am Traktor aufgereiht sind und wo dann der Lesehelfer die Bären mit der Butten am Traktor in der Plastikplane eingeschüttet hat, haben wir die größte Freude gehabt, wenn wir dort mit Gummistiefeln haben dürfen, die Trauben zusammentreten. Der Most ist außer, und wir haben damals da noch in Deutschkreuz, waren zu der Zeit, also in den 60er, 70er Jahre, waren noch 60% Weißwein. Der Most und der Weißwein ist schon in Köller gekommen und war schon längst oxidiert, war halt eine größere Ernte. Jetzt ist nicht alles draufgegangen und anladen haben sie nicht mehr wollen, dann haben sie halt die Kinder am Traktor auch länger aufgeschickt und wir haben dann halt die Trauben zusammentreten. Der Hans Igler war einer, der gesagt hat, ihr seid verrückt, das tut man nicht, war Nebenerwerbslandwirt, hat Weinbau im Nebenerwerb gemacht, war Angestellter im Lagerhaus, hat aber mit Wein schon zu tun gehabt, weil er dort für die ganzen Spritzmittel und alles, was die Bauern im Lagerhaus gekauft haben, hat er beraten. Dann sind alle die Jungen immer einkaufen gefahren, haben zum Vater gesagt, der noch fürs Weingut zuständig ist, bleibt daheim, das höre ich schon. Und die haben den dann Löcher im Bauch gefragt, wie man eigentlich Wein macht. Und zusätzlich hat es natürlich dann auch die Ausbildung gegeben. Übrigens, der Grutzler und viele andere, die wir heute verkostet haben, hat nach seiner Ausbildung Auslandspraktiker in Italien, in Frankreich und in Südafrika gemacht. Das heißt, und das haben fast alle irgendwo in Weingütern oder Chateaus Ausbildungen gemacht oder zumindest bei der Ernte und beim Verarbeiten mitgearbeitet, damit sie auch sehen, wie es woanders gearbeitet wird. Nur unsere Weinbauern, die damals am Ruder waren, die haben gesagt, so, wir kennen es sowieso am besten, die Horizonter verstehen nichts, haben die Deutschkreuzer gesagt. Und umgekehrt war es genauso. Es hat eigentlich keinen Austausch gegeben. Und jetzt kommt ein Haschendorfer. Haschendorf ist eine Gemeinde, die haben, glaube ich, 74 Häuser. Ja? Und ist ein Ortsteil von Neckenmarkt. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Der Hans Igler kommt aus Haschendorf, war in Horizon im Lagerhaus angestellt und eine Deutschkreuzerin hat er geheiratet. Das war schon von Haus aus, war das schon einer, auf dem man gezählt hat und geschaut hat, was der alles für einen Blödsinn macht. Nicht? Und in Wirklichkeit war es dann aber so, dass der Erste war, ja, das habe ich ja gar noch nicht gesagt, nicht? Die Rotweine früher waren ja, wenn man die verkostet hat, hat es da alles zusammengezogen, so sauer waren die. Nicht? Warum? Man hat keinen biologischen Säure, das hat man gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Nicht? Biologischer Säureabbau. Erst der Hans Igler, der hat viel gelesen und hat sich viel mit Wein, der hat dann, glaube Ende der 60er Jahre, 70er Jahre,
dann das erste Mal einen biologischen Säureabbau gemacht. Ich glaube, da dürft ihr mich jetzt nicht festnageln, Frau Schmidt, uns nicht alles jetzt notieren, weil, weißt du, ein paar Geschichten dazu ist schon, die nicht alle druckreif sein. Die Daten decken das alles. Das, was ich da oben lese, das passt. Ja. Nein, das meiste können wir schon glauben. Ja. Na, auf jeden Fall hat der dann im biologischen Säureabbau auch gemacht und hat 1981, jetzt mache ich schon einen größeren Sprung, 1981 hat er vom Château Latour, da war er in Bordeaux, hat er einmal gebrauchte Barrique-Fässer gekauft und hat sie nach Deutschkreuz geholt. Das war die Zeit, wo alle die Winzer noch die ganz großen Fassel gehabt haben und immer wenn er ein 50-jähriges oder 60-jähriges Jubiläum gehabt hat, hat er ein Weinfassel gekriegt und da haben sie ihn eingraviert, also ihn eingemeißelt und das Jahr drauf geschrieben und dann hat das Fassel müssen 30, 40 Jahre oder noch länger halten. Auf jeden Fall muss man sich das jetzt so vorstellen und jetzt tut der Hans Igler in Burgenland sagt man ja, der Igler Hans, kauft der kleine Fasseln, so wie die da, und ein Haufen Neiche auch noch. Und da hat er 10-mal so viel Arbeit als wir mit unseren Großen. Der wird schon schauen, wie das geht. Ne? Und der war der Erste, der im Burgenland dann Barrique-Fässer gemacht hat und auch den ersten Barrique-Wein. Hat sie Falstaff, das Falstaff-Magazin gegründet, Anfang der 80er Jahre oder Ende der 70er Jahre und haben begonnen, österreichische Weine zu verkosten. Also beneiden tue ich es nicht, was da alles kosten haben müssen. Nicht? Aber das war halt, die haben den Mut gehabt und haben gesagt, das sind wir verkosten jetzt die österreichischen Rotweine und schauen, wer da jetzt gut abschneidet. Und der Hans Igler, ich glaube 1981 war die erste Falstaff-Bewertung und der Hans Igler hat 81, 82 und 83 war er Falstaff-Gesamtsieger und hat nachher noch dreimal in Falstaff-Sieg gemacht. Und die Daten von dem, das sage ich jetzt noch, 14 Alkohol, 6,3 Gramm Säure, 1 Gramm Restzucker. Sie haben auch dazu geschrieben, haben mit 21 Klosterneuburger Mostgraden gelesen. Also im Blaufränkisch gehört ja zu den Rebsorten, wenn es im Herbst sehr schön ist, die ja wirklich Zucker aufnehmen. Der Biri war vor 3 oder 4 Jahren auch Falstaff Gesamtsieger. Der Hans Igler, wie gesagt, war 81 bis 83, dann noch dreimal Falstaff Sieger. Problem war, er ist 1994 dann gestorben, er ist viel zu jung, mit 54 Jahren. Aber er hat eigentlich das burgenländische Rotweinwunder gestartet. Ich denke immer mit Ehrfurcht an ihm, wie er das durchgestanden hat, 20 Jahre, gegen die alle anderen. Die Rebstöcke sind 25 bis 40 Jahre alt, also die sind noch unter seiner Ägide.